Männer in Kindertagesstätten. Es gibt sie. Aber nach wie vor sind sie ein eher seltenes Bild. Nur 2% des pädagogischen Fachpersonals in evangelischen Kitas sind männlich. Das soll sich jetzt ändern. Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau nimmt an dem bundesweiten Programm Mehr Männer in Kitas teil. Das Ziel? Bis 2013 werden in einem Modellprojekt Strategien und Wege entwickelt, um mehr männliche Fachkräfte für Kitas zu gewinnen. Frauen und Männer sollen in allen wichtigen gesellschaftlichen Handlungsfeldern gleichermaßen präsent sein. Also auch in Kindertagesstätten. Bisher wurden die frühkindlichen Bildungsprozesse hauptsächlich durch weibliche pädagogische Fachkräfte begleitet. Jedoch bestätigen Studien, gemischte Teams erhöhen die Qualität der Arbeit. Männer in Kindertagesstätten sind wichtig, da sie als Identifikationsfigur für Kinder wichtig sind und viele Kinder es zu Hause nicht mehr erleben. Männer in der Teamkultur verändern natürlich in der Teamkultur etwas. Im Zusammenspiel von Männern und Frauen ergeben sich andere Schwerpunkte und Inhalte als in einem nur von Frauen besetzten Team. Wir erhoffen uns durch das Projekt, dass Väter noch mehr in die Kita mit einsteigen, die Erziehung der Kinder begleiten und eben als Vorbilder agieren. In der Projektstelle in Darmstadt arbeiten seit Februar 2011 5 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an einem umfassenden Konzept. Das Modellprojekt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau beinhaltet Werbung, Informationsfluss und Mentoring für und mit Männern in Kitas. Das Aufzeigen der Potenziale und Herausforderungen des gerechten Miteinanders von Mann und Frau in der Erziehung bilden dabei eine zentrale Aufgabe. Der Hauptprojektbestandteil ist die Gendersensibilisierung des Personals in unseren Kindertageseinrichtungen. Und das versuchen wir zu erzielen, indem wir Online-Mentoring betreiben, eine Internetpräsenz schaffen und Fortbildung für das Personal anbieten und Verbünde bilden, in denen Kitas zusammenarbeiten können. Geschlechtergerechtigkeit in Verbundkitas bedeutet unter anderem auch, dass in den regionalen Verbünden Geschlechterdialoge stattfinden, um gegenseitige Vorurteile aufzulösen. Wir werden Konzepte mit den regionalen Gleichstellungsbeauftragten und Fachberatungen entwickeln. Eine wertvolle Wissensbasis hierbei sind die Erfahrungen und die Ideen andere Einrichtungen auch über die landeskirchlichen Grenzen hinaus. Das Online-Mentoring-Programm verfolgt den engen Austausch von männlichen Berufseinsteigern und erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Während des Mentorings fördert und berät der Mentor den Mentee über die Dauer von 3 bis 6 Monaten. Das Modellprojekt der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau ist Teil des bundesweiten Projektes Mehr Männer in Kitas. Schon zum Auftakt beteiligten sich über 30 Kitas in zahlreichen Regionalprojekten. Im Projektzeitraum bis 2013 sollen noch weitere Einrichtungen hinzukommen. Insgesamt arbeiten in 13 Bundesländern 16 Modellprojekte mit über 1.300 Kitas daran, mehr männliche Fachkräfte in die Kitas zu bringen. Gefördert wird das Programm durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugendliche und dem Europäischen Sozialfonds. Es ist Teil der gleichstellungspolitischen Gesamtinitiative Männer in Kitas. Die Ziele des Bundesprogrammes Mehr Männer in Kita sind natürlich mehr Männer in die Kindertagesstätten zu bekommen und die Attraktivität dieses Arbeitsplatzes aufzubauen. Und das soll nachhaltig geschehen durch die Ergebnisse, die in all den unterschiedlichen Modellprojekten entwickelt werden, dass die später auch in Kindertageseinrichtungen angewandt werden können und umgesetzt werden können, die nicht an dem Projekt bisher beteiligt sind. Und am Ende sollte es so sein, dass Erziehungsberufe für Männer genauso attraktiv sind wie technische Berufe für Frauen. Männer in Kitas will gemeinsam mit den Beteiligten und Verantwortlichen zukunftsorientierte Ideen und Projekte entwickeln, die dazu beitragen, den Anteil von männlichen Fachkräften zu erhöhen und gleichzeitig eine gute Zusammenarbeit zwischen den Erziehern und Erzieherinnen fördern.
ein wichtiger Grundstein, um Kitas zu einem Ort zu machen, an dem Männer und Frauen gemeinsam und gleichberechtigt für das Wichtigste in unserer Gesellschaft arbeiten.